Wir sind hier mit dem ESL-Meister aus der Frühlingsedition 2018 hier in Düsseldorf in Castello. Und zwar ist das der gute Gian. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sehr schönes Finale gegen den Eisvogel vorhin. Aber wir hatten auch vorhin ein sehr spannendes Halbfinale von dir erlebt. Das war auch sehr emotional, sag ich mal. Wie war das aus deiner Sicht, dieses Match? Ja, dieses Match war auch wirklich sehr schwer, weil Eisvogel hat sich souverän gegen T-Max auch durchgesetzt. Gegen so einen Gegner natürlich zu gewinnen, ist für mich auch immer mega geil. Er ist dieses Jahr aufgestiegen in der ersten Liga und direkt mal im Finale, auch mega Respekt an ihn. Das deutsche Teilnehmerfeld ist wirklich sehr, sehr stark und in diesem Teilnehmerfeld immer einen Titel zu holen, ist für mich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr geil. Und ja, ich bin einfach mega happy, dass ich jetzt das Ding hier geholt habe. Im Halbfinale ging es noch gegen Tim Katnavatos, der letztes Wochenende deutscher Meister wurde, der meinen Titel, wo ich verteidigen wollte, ich war ja deutscher Meister von letztes Jahr, hat mich im Halbfinale geschlagen. Heute habe ich ihn im Halbfinale geschlagen und seinen Titel geholt, also ja, mega geil. Alles klar, wunderbar. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet gegen Eisvogel? Ich sag mal, ihr hattet ja ein bisschen Pause gehabt, sag ich mal, zwischen den Matches. Hast du dich darauf irgendwie vorbereitet? Ich habe sein Spiel ein bisschen analysiert gegen T-Max und auch in der Gruppenphase hat er mich ja damals gewonnen. Vor ein paar Wochen war das noch. Dann habe ich halt geschaut, was ich falsch gemacht habe gegen ihn. In dem Spiel, in dem Best of Five, habe ich dann die richtige Taktik wirklich gegen ihn gespielt und wusste, wie ich gegen ihn verteidigen werde. Und vorne auch die Dinger dann rein gemacht und mega geil. Alles klar, wunderbar. Wie hast du dir so die Chancen so gedacht, sag ich mal? Weil Eisvogel ist ja ein Newcomer, sag ich mal. Hattest du damit gerechnet, sag ich mal, dass er so stark war? Also er war ja fast ungeschlagen eigentlich und du hast ihn jetzt im Finale geschlagen, sag ich mal. Hattest du da irgendwie, ja, hattest du da was? Ja, also ich meine, Respekt auch an ihm. Wie gesagt, er ist wirklich ein sehr guter Spieler und so eine Leistung und dann im Finale sozusagen verlieren, ist auch für ihn bestimmt traurig. Ich habe ihn wirklich nicht so stark eingeschätzt, auch in der Gruppenphase damals, aber er hat es bewiesen wirklich, dass er so stark ist und auch heute gegen T-Max zum Beispiel, auch gegen mich hat er sehr stark gespielt. Aber letztendlich habe ich das Turnier gewonnen und bin mega happy. Alles klar, letzte Frage für dich auch. Wie sieht das in der Zukunft bei dir aus? Wie geht's weiter bei dir? Ja, nächste Woche ist schon Manchester das Food Champions Turnier. Es geht weiter um eine Quali, aber ich bin schon qualifiziert für das nächste Turnier in Amsterdam, weil ich bei der VBL letzte Woche einen Slot bekommen habe, weil ich in der Top 4 war und zwei Slots wurden vergeben. Ja, dann geht es irgendwann weiter nach Amsterdam und vielleicht eine dritte Season bei der ESL-Meisterschaft, weiß man noch nicht, ob die stattfinden wird. Ja, so geht's weiter. Alles klar, nochmal herzlichen Glückwunsch auch von mir und damit sind wir raus am Samstag in Düsseldorf und damit geht's morgen weiter mit CSGO-Action. Damit sind wir raus. Ciao.